Hey Ringfreaks, es gibt ein kleines Update oder auch ein sehr, sehr großes Update. Und zwar, ihr habt bestimmt mitbekommen, dass aktuell noch unser Crowdfunding läuft. Das Crowdfunding auf Indiegogo für grundsätzlich erstmal eine englische Version der App und auch viele, viele neue Features. In dieser Story möchte ich euch jetzt erstmal mitteilen, dass wir die App jetzt mittlerweile so haben, dass das mit Englisch klappt. In den nächsten Wochen wird die App auf Englisch kommen und wir haben schon einige neue Features ausprobiert. Und kleiner Hinweis für euch jetzt hier noch, wenn ihr jetzt euch noch ein Angebot aus dem Crowdfunding sichern wollt, zum Beispiel das Starterpaket ist da gerade stark reduziert, dann checkt einmal hier den Link unten aus. Dort findet ihr das Crowdfunding und ihr könnt euch noch vielleicht das ein oder andere Angebot sichern. Das Crowdfunding geht noch, ich schaue ja mal kurz, noch 5 Tage. Also ihr habt noch 5 Tage Zeit, euch das Angebot zu sichern, sonst sind diese weg. Okay, jetzt habe ich genug über das aktuell noch laufende Crowdfunding gelabert und jetzt zeige ich euch mal, welche Features auch in der nächsten Woche jetzt endlich veröffentlicht werden, zeitgleich eben mit der englischen Version der App. Ich hoffe, ihr könnt mein Handy hier gut sehen. Und zwar, genau, ihr kennt natürlich hier die Trainingsseite. Was sich jetzt hier neu verändert hat, ist das Profil. Und ihr seht hier einmal, dass wir euch jetzt Statistiken anzeigen. Einmal euren Wochenstreak. Wir wollen euch dazu auffordern, euch motivieren, regelmäßig zu trainieren. Deswegen haben wir hier jetzt einen Weekstreak. Wie viele Workouts ihr diese Woche schon gemacht habt. Wie viele Workouts ihr insgesamt schon gemacht habt. Das ist mein Test-Account, also nicht mein richtiger Account, daher die Zahlen ein bisschen ignorieren. Und wie viele Minuten ihr insgesamt trainiert habt. Ich habe jetzt hier gerade nur 2 Workouts mal probeweise durchgeklickt, deswegen steht hier nur 1 Minute. Aber der Erste, der hier 1000 Minuten stehen hat, der sollte unbedingt einen Screenshot davon machen und das uns markieren, dass wir da sehen können. Genau, dann habt ihr hier einen Trainingsplan. Ihr seht, ihr könnt hier in die Wochen planen. Das funktioniert so, dass wenn ich jetzt vorhabe, ich möchte donnerstags trainieren und dann stellt ihr einen Timer ein. Ich möchte um 17.15 Uhr trainieren und dann habt ihr den Timer eingestellt und jetzt werdet ihr am Donnerstag um jeweils die Zeit, die ihr eingestellt habt, eine Benachrichtigung von uns bekommen, die euch an euer Training erinnert. Genau dieses Feature hier baut auf einem YouTube-Video auf, was genau jetzt online kommt. Und genau in diesem YouTube-Video erklärt euch Erik, warum dieses Feature so enorm wichtig ist, um wirklich motiviert und zielstrebig Sport zu treiben. Also checkt unbedingt mal hier jetzt dieses YouTube-Video aus, denn darum geht es, warum es so wichtig ist, Termine mit sich selbst auszumachen für Tätigkeiten wie zum Beispiel regelmäßig Sport treiben, aber das kann man auch in ganz, ganz viele andere Lebensbereiche übertragen. Daher wirklich eine Empfehlung. Mir hat das extrem geholfen, wirklich regelmäßig Sport zu machen und ich bei mir stehen auch bis jetzt immer im Google-Kalender meine Trainingseinheiten drin, aber bis jetzt, ab jetzt kann ich sie wahrscheinlich auch in der Ringe-App dann einspeichern. Daher nochmal hier der Link zum YouTube-Video. Checkt das unbedingt aus. Wirklich eines der besten Videos, glaube ich, die wir jemals gemacht haben auf YouTube. Okay, zurück zu diesem Trainingsplan-Feature. Wir haben jetzt gesehen, okay, wir haben jetzt hier am Donnerstag werden wir eine Push-Notification bekommen, die uns an unser Training erinnert. Aber vielleicht will ich ja jeden Donnerstag um 18.15 Uhr trainieren. Dann wäre es ja jetzt doof, wenn ich jeden Donnerstag immer neu anklicken muss. Deswegen kannst du einfach mit Doppelklick hier draufklicken und jetzt seht ihr, habt ihr so ein Repeater-Zeichen, das heißt, der nächste Donnerstag und der Donnerstag danach, wird dir immer um 18.15 Uhr die Notification geschickt oder je nachdem, zu welcher Zeit du halt trainieren willst. Du kannst hier nur 2 Wochen in die Zukunft schauen, aber der Repeater gilt auch für Wochen danach, also auch für 3, 4, 5 Wochen. Der gilt so lange, bis du ihn wieder deaktivierst, indem du einfach einmal draufklickst. Dann, was auch von euch mega gewünscht war und wo ganz, ganz viele uns geschrieben haben, ist eine History, eine Trainingshistory. Ihr seht jetzt hier, ich habe gerade mal in dieser Testversion 2 Trainings gemacht. Einmal ein Muscle-Up-Trainingsziel und einmal ein Grandmaster-Phasenziel. Ihr könnt hier auf mehr klicken sehen, dann seht ihr hier die History, wann ihr jeweils die Workouts gemacht habt. Und genau, wer viele Workouts hat, der kann hier hoch und runter scrollen und dem werden alle Workouts hier angezeigt. Auch neu, und zwar, wir haben die Einstellungen etwas aufgeräumt und überarbeitet. Ihr seht jetzt hier etwas aufgeräumter die Einstellungen und auch die Account-Settings dann nochmal, dass es etwas übersichtlicher ist.
Es gibt noch ein großes weiteres Feature, was euch während dem Training erwartet. Das zeige ich euch gleich. Vorher will ich euch aber nochmal auf das Crowdfunding aufmerksam machen. Wenn ihr wirklich Bock habt, hier diese neuen Features auszuprobieren, uns zu unterstützen, dann checkt nochmal das Crowdfunding aus. Ihr habt noch 5 Tage Zeit, euch dort etwas zu sichern. Den Link haue ich euch nochmal hier unten in die Story rein. Auch neu wird jetzt sein, dass ihr in der Pause, in eurer Trainingspause, eine Liste mit allen Übungen, die kommen, in eurem Training noch einsehen könnt. Also ihr seht hier diesen klassischen Pause-Screen, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Ihr könnt hier einfach nach oben swipen und ihr seht jetzt hier noch euer komplettes restliches Training. Ihr seht hier Dips wären noch dran, Rudern mit Hüftknick, Liegestütze und jeweils auch, wie viele Sätze davon sind. Und ihr könntet euch die Übungen dann theoretisch in der Pause auch schon anschauen. Das sind die großen neuen Features. Wir haben noch ein paar kleinere Bugs, die wir jetzt ausbessern. Und dann wird die App-Version in den Stores, im App Store und im Play Store fürs Review eingereicht. Und wir hoffen, dass es dann auch zügig geht, dass die Apps dann veröffentlicht, die neue App-Version dann veröffentlicht wird. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt uns gerne eine Nachricht, was die nächsten Features sind, die ihr euch gerne wünscht. Und dann hoffe ich, dass ihr viel, viel Spaß habt mit der neuen App-Version. Macht's gut, haut rein!